Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Ich habe eine dringende Warnung für Sie. Achtung, Fake News. Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesgesundheitsministerium oder die Bundesregierung würde bald wegen der Corona-Pandemie massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens vornehmen, einen sogenannten Lockdown verhängen. Das entspricht nicht der Wahrheit. Das sagt der Faktencheck des Bundesgesundheitsministeriums und bittet ausdrücklich darum, die Verbreitung zu stoppen und sie richtig zu stellen. Nee, warte mal. Das ist ja vom 14. März 2020, also eine Woche bevor der erste Lockdown kam. Ich meinte natürlich, Achtung, Fake News. Es wird behauptet, man könnte wegen der Energiekrise jetzt die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern. Aber das geht doch gar nicht. Denn Grünen-Chefin Ricarda Lang hat ein Machtwort gesprochen. Sie sagt, ein Wiedereinstieg in die Atomkraft wird es mit uns nicht geben. Sie würden jetzt vielleicht denken, das ist eine Folge von Ricarda Langs ideologischer Verblendung, von grüner Anti-Atom-Ideologie. Aber nein, den Grünen geht es niemals um Ideologie. Ricarda Lang sagt ausdrücklich, dass es ihr nicht um die Grundsätze oder die Gründungsgeschichte der Grünen geht, sondern nur um Fakten. Schauen Sie. Ich muss anders sagen, mir geht es hier nicht um die Grundsätze der Grünen und mir geht es hier nicht um die Gründungsgeschichte der Grünen, sondern mir geht es ganz konkret um die Versorgungslage im Herbst und im Winter und mir geht es um die Sicherheit in diesem Land. Und da werden wir anhand der Fakten und tun das schon jetzt immer wieder abwägen. Natürlich, den Grünen geht es niemals um Ideologie, es geht immer nur um die Fakten, da staunen Sie. Die Grünen arbeiten fleißig daran, dass es in ihrer Politik nicht mehr um Gefühle, sondern um Fakten geht. Das ist gar nicht so einfach, weil grüne Politik vor allen Dingen mit Angst funktioniert. Grüne jagen uns vor allen Dingen und unseren Kindern so viel Angst vor der Zukunft ein, dass abweichende Meinungen als Verbrechen an der Gesellschaft gelten. Sie kennen das beim Klimawandel, Sie kennen das aber auch bei der Atomenergie. Aber ich verrate Ihnen etwas. Es geht den Grünen immer noch um Gefühle. Nur werden sie uns jetzt als Fakten verkauft. Ob Klimawandel, Corona oder vegane Ernährung, die Grünen berufen sich jetzt immer auf die Wissenschaft und reklamieren nicht weniger als die absolute Wahrheit für sich. Jede andere Meinung, jede nicht-grüne Meinung ist Fake News. Eine große und geniale Verdrehung. Die Partei, die in allen Lebensbereichen vor allem von einer Ideologie getrieben ist, gibt sich einen Mantel von Logik und Fakten. Die grüne Ersatzreligion tarnt sich als Wissenschaft. Passen Sie also auf, wenn Grüne betonen, dass es ihnen nur um die Fakten geht, denn dann wird es in der Regel ideologisch. In der DDR sagte man, die Lehre des Marxismus ist allmächtig, weil sie wahr ist. Wahrheit ist immer ein gefährliches Wort. Marxismus war Wissenschaft. Heute ist die Energiewende Wissenschaft. Möglich wird die Umdeutung von Gefühlen zu Fakten vor allem durch die geniale Schützenhilfe der grün beseelten Medien. In den letzten Jahren lesen Sie immer öfter ein Genre, das Ihnen das Gefühl von absoluter und unverrückbarer Korrektheit vermitteln soll. Der sogenannte Faktencheck. Ich sage das hier ausdrücklich in Anführungszeichen, weil das mit Fakten oft mal überhaupt nichts zu tun hat. Wenn Sie zum Beispiel behaupten, der Sohn von Joe Biden wäre in dubiose China-Geschäfte verwickelt, dann sind korrektiv der Faktencheck der renommierten Agentur AFP und natürlich unsere öffentlich-rechtlichen Medien sofort zur Stelle, um Ihnen zu erklären, alles Verschwörungstheorie und Fake News. Dass heute sogar die New York Times sagt, diese Vorwürfe gegen Hunter Biden treffen zu, Nebensache. Bei den sogenannten Faktencheckern lesen Sie davon natürlich nichts. Wenn Sie darauf hinweisen wollten, dass die Ursache des Coronavirus zumindest ungeklärt ist, die Theorie vom Laborursprung aber eben nicht ausgeschlossen werden kann, sogar relativ wahrscheinlich klingt, dann wurden Ihre Beiträge auf Facebook gelöscht. Warum? Unter Verweis auf Faktenchecker. Einer dieser lizenzierten Facebook-Faktenchecker war übrigens USA Today, eine amerikanische Medienmarke. Zuletzt wurde bekannt, dass sich eine Journalistin bei USA Today sage und schreibe 23 Artikel im Stile von Spiegelfälscher Relotius komplett zusammengelogen hat, frei erfunden hat. Sie wissen das vielleicht nicht, aber USA Today ist eine der Medienmarken, die Donald Trump besonders laut für Fake News kritisiert hat. Es wird Sie also nicht überraschen, dass trotz der Fake News Warnung mittlerweile selbst die Weltgesundheitsorganisation WHO die Laborhypothese beim Coronavirus nicht mehr ausschließt, die bis vor kurzem noch gelöscht wurde auf Social Media. Und wenn wir schon mal bei Donald Trump sind, erinnern Sie sich noch an dieses Lachen. From the encroachment of expansionist foreign powers. It has been the formal policy of our country since. Deutschland wird total abhängig von russischer Energie werden, wenn es nicht sofort seinen Kurs ändert. Das sagte US-Präsident Trump. Er warnte unseren damaligen Außenminister Heiko Maas vor der UN-Vollversammlung, dass Putin uns mit Nord Stream 2 in der Hand haben würde. Diesen Satz würde heute jeder unterschreiben.
2018 erntete Trump jedes Mal Hohn und Spott, wenn er die deutsche Energiepolitik kritisierte und den erhobenen Zeigefinger der Faktenchecker, wie zum Beispiel von BR quer. Stimmt alles nicht? Bitte. Russland liefert zwar mit Kohle, Erdöl und Erdgas ein Viertel unseres Energiebedarfs, aber Deutschland ist als Absatzmarkt für Russland viel wichtiger als umgekehrt. Während wir Russlands zweitwichtigster Handelspartner sind, ist Russland für uns nicht einmal unter den Top Ten. Natürlich, lieber Bayerischer Rundfunk, Russland ist richtig abhängig von Deutschland. Putin zittert geradezu vor uns. Das merken wir jetzt gerade. Das hatte damals der Faktencheck ergeben. Und natürlich, die politischen Wegbereiter Putins sind nicht diejenigen gewesen, die vor der Realität jahrelang die Augen verschlossen. Nein, natürlich böse Rechte mit ihren Verschwörungstheorien. Das sagt ja schließlich auch der Faktencheck. Und wenn Sie behauptet haben, es drohe bei Corona vielleicht eine allgemeine Impfpflicht, dann nannte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer das, und ich zitiere, Unfug und eine absurde und bösartige Behauptung. Selbst die Bundesregierung verkündete auf ihrer Website, nein, 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 eine allgemeine Impfpflicht wird es nicht geben. Nachdem sowohl Kretschmer als auch Teile der Bundesregierung die Impfpflicht forderten, verschwand dieser Faktencheck für immer von der Website. Dieses Beispiel zeigt auch, dass der Faktencheck zunehmend von Medien direkt zum Staat ausgelagert wird. Es sagt ein Ministerium im Faktencheck, dann muss es ja wohl stimmen, sagen besonders gerne die öffentlich-rechtlichen Medien. Bereits 2017 gründeten die Grünen eine Netzfeuerwehr gegen Fake News, um im Wahlkampf für grünes Recht und für grüne Ordnung zu sorgen. Und auch der Staat fördert vermeintliche Fake News-Jäger. Die selbsternannten Faktenchecker von Korrektiv bekommen gleich über mehrere Wege Steuergelder, unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Land Nordrhein-Westfalen. Eigentlich könnte man all die Anstrengungen des Staates also unter eine zentrale Leitung stellen, eine Art Faktenchecker-Ministerium. In den USA ist das, was so lächerlich klingt, gerade erst Realität geworden. Die linke Biden-Regierung gründete gerade das Desinformation Governance Board. Der konsequente nächste Schritt wäre nur noch die Einführung eines Wahrheitsministeriums, das sich an der Regierungsideologie orientiert und alles andere als Fake News brandmarkt. Das ist das Konzept Faktencheck zu Ende gedacht. Aber all diese Faktenchecker checken keine Fakten auf Korrektheit. Nein, sie checken vor allem Meinungen auf ideologische Richtigkeit und Reinlichkeit. Aus Fakten lassen sich Meinungen ableiten, aber aus einer Meinung niemals Fakten. Das ist nichts anderes als Manipulation. Und genau das passiert hier beim sogenannten Faktencheck. Faktenchecker hätten selbst mal einen Faktencheck nötig. Und genau das machen wir jetzt. Seit Wochen fragen sich die Deutschen, wie kommen wir durch diesen Winter? Wie soll ich noch meine Gasrechnung bezahlen? Es gibt eine einfache Antwort, die viele Probleme lösen würde. Die Atomkraftwerke, die noch am Netz sind, nicht am 31. Dezember abschalten, so wie geplant, sondern weiterlaufen lassen. Das Einzige, was dem im Weg steht, ist die grüne Ideologie, die grüne Religion, nichts anderes. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Faktenchecker zur Atomfrage sagen. Die renommierte deutsche Presseagentur dpa nutzt gerne Faktenchecks bei kontroversen Themen. Sie müssen wissen, ein dpa-Text hat etwas Heiliges in der Medienbranche. Was dpa schreibt, wird unhinterfragt übernommen von Zeitungen im ganzen Land. Wenn die dpa etwas veröffentlicht, dann landet es bei Millionen Menschen. Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt oder FAZ haben zum Beispiel diesen Atomkraftfaktencheck übernommen. Behauptung: Die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke können einfach weiter am Netz bleiben, um Versorgungsengpässe auszugleichen. Bewertung: Nein, so einfach ist es nicht. So einfach scheint es jetzt aber doch. Was folgt, ist eine lange Abwägung von Meinungen, Behauptungen und Ansichten. Fakten widerlegt werden keine. Es ist ein astreiner Meinungsbeitrag, der durch das Label Faktencheck aufgepeppt wird. Die Bewertung Nein, so einfach ist das nicht, hat exakt 4 Buchstaben zu viel. Korrekt wäre gewesen, so einfach ist es nicht. Aber das Nein am Anfang macht es den Faktencheckern natürlich einfacher, alle folgenden Argumente so zu verpacken, dass man das Gefühl hat, es ist nicht möglich, die Atomkraftwerke weiterzulaufen. Aber natürlich ist es möglich, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Alle Institutionen, die damit befasst sind, bestätigen das. Inzwischen bestätigen das Gegenteil von dem, was dieser Faktencheck eigentlich insinuiert hat. Am Ende musste übrigens genau dieser dpa-Faktencheck flächendeckend durch eine Korrekturversion ersetzt werden. Denn beim Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung haben die Faktenchecker einige Fakten leider durcheinandergebracht. Und schauen Sie mal, was die Grünen in Thüringen in einem sogenannten Faktencheck behaupten. Atomkraft ist gefährlich, schmutzig, teuer und nicht in ein erneuerbares Energiesystem der Zukunft integrierbar.
hört sich das für Sie an wie ein objektiver Faktencheck? Wohl eher wie eine total verfehlte ideologische Darstellung der Realität, also eine Spezialität der grünen Propagandamaschine und der Netzfeuerwehr. Atomkraft ist also gefährlich und schmutzig, sagt der Faktencheck der Grünen. Ich sage Ihnen mal, wie die EU-Kommission Atomenergie einstuft. Das Zauberwort dort lautet nachhaltig. Nachhaltig. Nicht gefährlich, nicht schmutzig, nachhaltig. So bewertet die EU, so bewerten sogar die Grünen in der EU Atomenergie, aber nicht in Deutschland. Das passt dort nicht ins grüne Weltbild. Ein anderes Beispiel. Auf der Homepage des Bundesumweltministeriums werden Fragen zur Sicherheit der Atomkraftwerke, zur Kernkraftsicherheit beantwortet. Und ich lese Ihnen das einmal vor. Eine notwendige Lieferung neuer Brennelemente würde über ein Jahr dauern. Selbst wenn nach dieser Zeit ein befüllter Kern zur Verfügung stünde, müsste ein dann erfolgender Neustart der Atomkraftwerke mit einer neu zusammengesetzten Mannschaft und nachgeholten Fachkundennachweisen erfolgen. Die organisatorischen und menschlichen Faktoren sind ganz entscheidend für die Sicherheit. Deshalb ist wegen solcher Umstände ein erhöhtes Risiko für den Betrieb wahrscheinlich. Kurzum, ein Weiterbetrieb soll angeblich ein erhöhtes Risiko darstellen. Sie wissen, was damit gemeint ist. Ein Super-GAU im Atomkraftwerk. Sie sollen Angst haben, verstrahlt zu werden. Genau die Atomkraftwerke, die am 31. Dezember noch sicher laufen sollen, werden am nächsten Tag zu einem erhöhten Risiko. Das sagt der Faktencheck. Als ob es ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Atomkraftwerke gibt, das leider am 1. Januar abläuft. So ein Unsinn. Und nun raten Sie mal, von wem dieses Ministerium geführt wird. Richtig, natürlich von den Grünen. Was uns da als amtliche und unverrückbare Antwort auf eine der wichtigsten Fragen dieser Tage verkauft wird, ist pure Ideologie. Entweder haben sich die Experten aus dem Umweltministerium noch nie mit dem Streckbetrieb beschäftigt, bei dem man die Brennstäbe vollständig ausnutzt und so 20-30% mehr rausholt, oder aber er passt ihnen nicht ins Weltbild. Weiter heißt es dort, die vergangenen Jahrzehnte waren geprägt von Unfällen in Friedenszeiten. Erinnern Sie sich an all die Atomkraftwerkunfälle in Deutschland? Wir auch nicht. Sie merken, was hier versucht wird. Das Stichwort Atomkraft soll Angst in uns auslösen. Dieser Faktencheck hier vom Bundesumweltministerium stammt aus dem Jahr 2018 und er wurde von der Realität widerlegt. Der Arbeitsauftrag an sich selbst lautete damals: Mit Atomkraft gegen Klimawandel höchste Zeit, diese und weitere gängige Behauptungen einem Faktencheck zu unterziehen. Und es bleibt dabei, bis spätestens 2022 wird in Deutschland das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet. Ups. Das Ministerium stellte damals fest, unsere Stromversorgung ist sicher. Und nicht nur das, man solle sich keine Sorgen über Energiemangel machen, denn, Zitat, derzeit produziert Deutschland Strom im Überfluss. Aufgrund des niedrigen Strompreises in Deutschland würde Deutschland sogar viel Strom exportieren. Warnten Sie 2018 vor steigenden Strompreisen und Energieknappheit? Dann haben Sie nach Regierungsmeinung Fake News verbreitet. Heute weiß jeder, dass Sie recht hatten. Solchen Schwachsinn hat Ihnen die Bundesregierung mit erhobenem Zeigefinger als Faktencheck präsentiert. Noch ein Beispiel. Jetzt von unseren Freunden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In einem Faktencheck des WDR nach einer TV-Debatte im Nordrhein-Westfalen der Wahlkampf wird klargestellt, Zitat, auch mit Atomenergie wäre man von Russland abhängig. Die EU und damit auch Deutschland sind nicht nur von russischem Gas, sondern auch vom Uran abhängig. Dass Länder wie Kanada oder Australien genauso gut Uran für die Brennstäbe liefern können, wird dabei einfach weggelassen. Mit Atomkraft macht man sich also nicht von autoritären Regimen abhängig. Lieber WDR, in dem Faktencheck wird übrigens gleich an mehreren Stellen das Umweltministerium als Quelle bemüht. Die Regierungsmedien bemühen die Regierung als Quelle für den Faktencheck, der die Regierung überprüfen soll. Seltsam. Das ist ein Teufelskreis der ideologischen Selbstbestätigung. Oder möchten Sie die Kompetenz der Behörden anzweifeln? Möchten Sie etwa die Kompetenz der Behörden anzweifeln? Das ist der Sound der Bundesregierung, wenn Bürger zu Fragen wagen, auf welcher Faktenbasis eigentlich entschieden wird. Das ist das, was das Bundeswirtschaftsministerium als Antwort auf eine solche Frage getwittert hat. Wollen Sie etwa die Kompetenz der Behörden anzweifeln? Lassen Sie sich das Denken nicht abnehmen. Wenn Sie das Wort Faktencheck sehen, dann seien Sie besonders wachsam. Die Gefahr, dass Ihnen eine Ideologie als Fakt verkauft werden soll, ist dann besonders hoch. Fakten kennen keine Ideologie. Fakten kennen nur Fakten. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.